Wir mussten leider unsere tolle Hecke, die wir hier seit, ach, ich weiß gar nicht, über 30 Jahren hatten, durch einen Zaun ersetzen. Der gefällt mir jetzt natürlich nicht so richtig schön. Also ja, man hat mehr Platz und alles. Aber man kann den natürlich auch noch ein bisschen verschönern. Man kann den bunt gestalten und das machen wir jetzt einfach heute. Man hat auch weniger Arbeit. Man hat weniger Arbeit, man muss nicht mehr Hecke schneiden. Aber darum haben wir die nicht weggemacht. Nee. Das ist eine ganz andere und eine ganz andere Geschichte. Das Idyll für unsere Vögel, die Hecke. Dann ist mir irgendwann eingefallen, oder mein Mann, wir könnten ja da Schmetterlinge ranmachen. Da habe ich dann noch so eine Schablone, die ist schon zig Jahre alt. Die war mal von Heike Schäfer, glaube ich. Und habe mir da noch ein bisschen Papier drum geklebt, damit man, wenn man sprüht, nicht rübersprühen kann. Und jetzt kann man einfach am Zaun entlang immer sprühen. Machen wir einfach mal einen Schmetterling. Psst, psst, was denn? Psst. Ja. Ich nehme dann jetzt einfach wieder Belton. Lackspray oder diese Belton Wasserlack ist alles wetterfest, kann man einfach mit sprühen. Muss man natürlich immer gucken, dass man nicht gerade Wind hat. Immer vorher schön schütteln, damit man die Kugel hört, die vermischt die Farbe da drin. Und dann kann man einfach sprühen. Hauptsache bunt. Oder? Jetzt nicht mehr mit mir, ne? Ne, jetzt müssen wir hier konzentrieren. Den zieht nur. Konzentration oder sprühen oder reden. So. So, jetzt habe ich einfach ein paar verschiedene Farben ausprobiert. Immer mal. Also, kann man gelten lassen? Dafür, dass es gesprüht ist. Kleiner bunter Schmetterling am Zaun. Na, wenn das mal nicht edel ist. Ist mal was anderes. Und so kann man jetzt mit ein bisschen Farbe, ein bisschen sprühen, den Zaun, so einen tristen Zaun, ein bisschen auflockern. Finde ich mal eine coole Idee. Jetzt sieht das ein bisschen bunter aus alles. Ist natürlich schwieriger, mit Sprühfarben über eine Schablone zu sprühen, wenn man so einen geflochtenen Zaun hat, weil der ja mal das Innenteil mal ein bisschen vor, ein bisschen zurück. Aber es geht zu machen, man muss es halt ein bisschen üben und dann geht es alles zu machen. Ihr seht ja, dass es geht. Also von mir aus probiert es aus. In diesem Sinne, bleibt weiterhin neugierig und schaut wieder bei uns rein, denn wir zeigen euch, wie es gemacht wird und das wie immer ganz, ganz einfach.